So schnell geht's hier. Halt's ab! Jetzt geht die Scheiße wieder los! Weißt du, als ob Mario Party nicht schon lang genug passiert wäre. Nein, 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 nein. Wir mussten noch Glückswälder einbauen, weil wir noch nicht beschissen genug drauf sind. Das wäre doch lustig, nicht wahr? Willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 8. Und in diesem Part starten wir mit dem nächsten Brett durch. Immer jeden Genien. Ich bin nach wie vor allein. Ich sagte, ich bin allein. Leider. Okay, gut. Ja, in diesem Part möchte ich den letzten Charakter nehmen, den ich bisher noch nie dran hatte, nämlich Wario, der ich ganz gut dahin passt, wo wir hingehen. Den nehme ich denn noch mit. Den Saftsack muss ich eigentlich mit einpacken, wenn ich schon Wario mitnehme. Und Toad. Wir brauchen irgendwie ein Niveau, jemand cool ist, also Toad. Spielen wir immer 25 Runden. Multipaket passt, 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 Start. Ja, ich spiele wieder auf Extrem, nachdem ich das letzte Match gewonnen habe. Ich werde eigentlich alle Matches jetzt noch auf Extrem spielen, aber egal. Und diesen Part legen wir los mit Koopas Start, der Mogule. Keine Ahnung, was Mogule sind, aber irgendwelche reichen Pinkelsäcke, keine Ahnung. Und mit diesem grandiosen Brett legen wir in diesem Part los. Nein, ohne Scheiß, ist ein grandioses Brett. Es ist mein Lieblingsbrett. Aber das auch hauptsächlich wegen dem Prinzip, das einfach so geil hier ist. Denn, naja, ich sag immer, es funktioniert wie Monopoly. Aber, ich find's gut, schon mal sehr schön, dass ich Zweiter bin. Es funktioniert folgendermaßen. Das erklärt er uns jetzt hier uns auch. Genau. Nein, das ist stark kapital. Aber ich glaube, wir kriegen auch noch was erklärt. Genau. Nämlich hier. Es sind überall auf der Karte, ich glaube, 5 Hotels oder so. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Und in die kann man Geld investieren. Und wenn man in die Geld investiert, kriegt man einen Stern. Das heißt auch nur eine Münze, dann kriegt man einen Stern. Aber dieser Stern gehört nur demjenigen, der am meisten in das Hotel investiert hat. Sprich, wer schön viel investiert, der kann, nun ja, sich den Eigentümer des Hotels nennen und dem gehört dann entsprechend der Stern. Und wenn jemand vorbeikommt, der mehr Geld hat als man selbst und eben entsprechend rein investiert, tja, dann wandert der Stern von einem zu dem neuen Eigentümer über. Allerdings, jetzt fragt ihr euch so, okay, gut, das heißt, es gibt maximal 5 Sterne hier auf der Map oder was? Nein, erstens, man nach einer bestimmten Summe, ich glaube 20 oder 30, wächst das Hotel zu einem 2-Sterne-Hotel und entsprechend kriegt man dann für das Hotel 2 Sterne und später, ich glaube ab 50 Münzen oder so, wächst es dann zu einem 3-Sterne-Hotel und dann kriegt man tatsächlich 3 Sterne dafür. Und so sieht das dann aus. Der investiert gleich schon mal alles. Super. Und damit gehört dieses Hotel Waluigi. Witzig finde ich, dass an dieser Stelle, ihr habt es gerade gehört, der Koopa das Geräusch vom Goomba gemacht hat. Aber okay, gut. Goombas und Koopas, wir sehen, damit kommt selbst Nintendo nicht klar. Es gibt allerdings auch noch Glücksritter auf der Map, natürlich, mal wieder. Und die bringen einen direkt zu einer Straße voller Geld und einem 3-Sterne-Hotel am Ende, in das man nur eine Münze investieren muss. Und dann gehört einem bereits mit nur einer Münze, ein 3-Sterne-Hotel. Kommt allerdings noch mal jemand auf das Glücksfeld und zum entsprechenden Hotel, weil es, glaube ich, 2 Stück gibt. Ja, und der dann eben mehr investiert, dann wandert euer 3-Sterne-Hotel, euer billiges, eben an den entsprechenden neuen Eigentümer. So, ich glaube, ich habe das jetzt ausführlich genug erklärt. Wir spielen eine katastrophale Fahrt. Ich habe den Scheiß-Titel sogar noch erweitert, wenn ich schwul oder was. Nee. Gut, Platz da! Alter. Nicht mal bei Super Mario Kart war die Steuerung so grausig. Alter, will der mich verarschen, der grüne Heini? Das war Luigi, aber trotzdem. Ja, schön abgedrängt. Oh, scheiße. Ja, gut, die Kurve zwar ein bisschen eng genommen, aber das lassen wir gelten. Oh, Todd ist direkt hinter mir. Todd ist direkt hinter mir. Boah,
Bullshit, Bullshit, Bullshit. Schön die Kurve neben mir. Nice, 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 nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und jetzt noch hier ein bisschen und geschafft. Nice, Digga. Gleich schon mal hier dominiert. I like that. Und das kann hier noch sehr interessant werden, vor allem mit extremen CPUs. Bin ich gespannt, wie das hier auf diesem Brett enden wird, echt. So. Jetzt ist erstmal wieder der Fettsack dran. Ist der irgendwie blöd, oder so? Er hat eine etwa 33%ige Chance, hinter dem Hotel zu landen, eine 33%ige Chance auf dem Feld zu landen, wo er gerade ist, und eine 33%ige Chance davor, und er hat die genommen, wo er hinter dem Hotel landet. Durch Baba Luigi. Alles klar, kann man mal machen. Ich meine, gut, ist seine Entscheidung, und das eine Feld, Chapeau, Wario. Hätte ich dir nicht zugetraut. Nein, hätte ich nicht. Ich könnte jetzt 11 Münzen da rein investieren, weil, obwohl, dann 14, dann kann keiner mehr investieren. Obwohl, rein von der Logik her, eigentlich schon 13 reichen müssten, weil ich glaube, wenn man genau... Jetzt kann ich einiges investieren, möchte ich behaupten. Nice. Dann investieren wir jetzt einfach, ja. Dann investieren wir jetzt erstmal gar nichts, weil meine V-Mode wieder gerichtet werden muss. Wie ich es einfach liebe. Ja, scheiße. Die scheiß Dings ist ab. Ja, verhätte dich drin, Kabel. Genau. Ja. So, jetzt haben wir's. Kann ich jetzt bitte hier so? Das finde ich sehr geil, danke. Jetzt. Jawohl. Damit gehört das Ding mir. Und na, wem gehört der Stern? Mir. Nein, mir gehören 2, ja genau. Da haben wir es, 20 Münzen oder mehr. Und dann wächst das Ding zu einem 2-Sterne-Hotel und das bedeutet 2 Stars for me, bitch. Und das Geilste ist, wenn andere rein investieren, aber nicht mehr wie einer selbst, dann scheint zwar auch die Investitionssumme, der verliert natürlich seinen Stern, sprich, die anderen können sogar so viel da rein investieren, dass ich rein theoretisch, dass das Ding zu einem 3-Sterne-Hotel wächst, aber immer noch mir gehört, weil ich am meisten investiert habe. Versteht ihr, was ich meine? Sprich, die anderen könnten sogar dafür indirekt sorgen, dass ich noch mehr krieg. Und der Typ hat es nicht ernsthaft geschafft, nochmal davor zu landen. Sprich, der kann im nächsten Part mehr investieren und mir mein Hotel abnehmen, der Arsch. Aber okay, gut, ich kann dafür in der nächsten Runde dann, also wenn ich wieder bei dem Hotel vorbeikomme, wieder mehr rein investieren und mir das Ding zurückholen. What the fuck? 8-Bit war Luigi und Alter, ja, hol dir halt noch ein bisschen Geld. Wenigstens nicht auf dem Glücksrad, das hätte mir jetzt noch gefehlt. Alter, will der mich eigentlich gerade verarschen? So, jetzt auf keinen Fall tot gewinnen lassen, sonst investiert der mir alles da rein. Das ist nur unnötig schwer, da noch wieder aufzuholen. Jetzt gib mir ein hübsches Minispiel, einfach ein hübsches. Bitte nicht manische Malerei oder so ein Kack. Ich glaube, das hatten wir noch gar nicht, aber... Einfach ein hübsches Minispiel, das manische Malerei sind. Nein, 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 noch nicht das! Ich habe übrigens gerade schon ein nettes Detail gesehen. Ich finde es schön, wie die Straße überqueren bei dem Brett immer nach links, rechts schauen, aber... Ich fahr einfach geradeaus. Nicht mit dem Deppen da los. Ja, das war so klar, dass der sich jetzt auf den Wald dringen muss. Natürlich. Ich hasse die CPUs in diesem Spiel, weil sie sich so extravagant wichtig vorkommen müssen. Ja, toll. Todd auch noch angestupst. Herrlich.
Ja, genau das, was ich wollte, ne? Ja. Danke, Spiel. Danke für dieses geile Minispiel. Lego Mio, bist du ein Arsch. Du Kackbratzending. Du elendiges. Aber gut, that's Mario Party, that's life, bitch. Okay, er geht da lang. Der Mario ist irgendwie dumm im Oberstückchen. Ach so. Ich finde, bei solchen Bonbons und Investitionen vor allem spürt man irgendwie so einen gewissen Hass raus, möchte ich fast behaupten. Aber das klingt jetzt zu vorwurfsvoll, ne? Und alter, why the fuck hat Waluigi so viel Geld? Ich investiere da jetzt mal 10 rein. Oder wie? Ne, der wird es mir eh abluchsen. Ich investiere da jetzt mal 2 rein. Aber ihr seht schon, ihr wisst ja genau, was jetzt innerhalb dieser Runde passieren wird. Die werden mir all meine Hotels abnehmen. Jetzt muss ich bloß aufpassen. Ich hoffe, dass der da mehr rein investiert. Gott, Vater. What the fuck? Ja, super. Pass mal auf. Hey, Kollege. Ich glaube alles. Ich meine, Pamin ist okay. Hä? Ach so. Alles klar. Der nimmt jetzt die Investitionen, die Waluigi hatte, genau weg. Und gibt sie mir. Das Problem ist bloß, da der die Investitionen weggenommen hat, schrumpft das Hotel jetzt. Ich verliere einen Stern, aber krieg hoffentlich Geld. Gib mir das. 9 Münzen, okay. Ja gut, es. Ich meine, der Todd wird mich jetzt eh übertrumpfen und soweit. Ist das gar nicht so schlecht, ehrlich gestanden. Es sei denn, er schafft eine Einzelwürfel. Okay, gut. Soll mir recht sein. Noch im Moment gerade so. Mal schauen, wie viel Kohle der da jetzt reinhaut. Alles. Alles. GG. Aber das Schöne an diesem Brett ist, du kannst wenigstens mit Geld was anfangen. Das ist wirklich schön. So, der hat 2 Sterne und ich gleich nur noch einen. Und den nimmt mir dann Waluigi auch noch ab. Damit sack ich in dieser Runde auf 0. Jawohl. So schnell geht's hier. Als ob! Jetzt geht die Scheiße wieder los! Weißt du, als ob Mario Party nicht schon lag. Genug passiert wäre. Nein, 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 nein. Wir mussten noch Glückswälder einbauen, weil wir noch nicht beschissen genug drauf sind. Das wäre doch lustig, nicht wahr? Ja, buh. Du mich auch, buh. Alle gegen Todd. Ja, dann kriegt der Waluigi aber auch Geld. Ist von mir aus. Ach komm, Leute. Wenn wir den jetzt da nicht besiegen, dann. Dann seid ihr aber ganz schön parteiisch, ihr Arschgeigen. Ich denke, die wollen alle ihr Geld haben, also kommt. Jagen wir diesen überdimensional gewachsenen Pilz in die Luft. Ja. Dich auch mal, Mario. Nice! Geht doch. Die Pop-Bombs, das haben die gerade gemacht. Jetzt. Das Spiel ist halt ziemlich unberechenbar. Das muss man ihm schon lassen. Weder für die oben stehen, noch derjenige, der unten ist. Du brauchst eigentlich schon eine Stange Glück, um zu gewinnen.
Finde ich. So, der kann jetzt seinen Zaster da investieren. Herrlich. Ja, ja. Sind die CPUs wirklich so berechenbar? Dass man sich darauf verlassen kann, dass sie immer gleich all ihre Kohle in so ein Hotel reinhauen? Ich meine, wenn der Waluigi intelligent ist, erwartet er darauf, dass ich irgendwo mein ganzes Geld reinhaue in irgendein Hotel. Und dann investiert er halt in das andere so viel, dass er das gerade so kriegt und dann schaut halt, dass er das andere kriegt. Ja, natürlich. Auch noch eins. Ein Punkt auf dem Fragezeichenstern. Hm. Genau. Ach, herrlich. Was macht der Typ? Ach, der bringt einen direkt zu einem Hotel. Herrlich! Genau zu dem, wo er gerade herkommt. Er freut sich bestimmt. Komm, zwei. Das ist keine zwei, das sind fünf. Ah, okay, gut. Kegelbombo. Ja, das ist ein Hotel, nice. Ja, du saftiger Saftsack eines saftigen Saftsacks. Ah, ja, ja, natürlich. Aber immerhin, jetzt muss man dann nur eigentlich mit einer Münze hinkommen auf dieses Glücksfeld und dann kann man sich dieses Hotel ganz leicht unter den Nagel reißen. Und keine Sorge, ihr werdet sehr schnell sehen, wie leicht sich so das Spiel hier auseinandernehmen lässt. Ich weiß gar nicht, ob wirklich ab 50 das Hotel wächst oder ab 100 Münzen. Das weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gestanden. Der holt sich jetzt erstmal mein Hotel, das ist ja klar. Nein, das schafft es immer noch nicht. Ist der blöd oder so? Zu blöd zum Würfeln? Yoshis du etwa, Waluigi? Oder verarschst du mich einfach nur systematisch? Vier Spieler-Minispiel. Gebt mir einfach irgendwas Gescheites, bitte. Zum Beispiel dieses, wer hat an der Uhr gedreht? Ein Minispiel weiter vorne und ich wäre bei manischer Malerei gewesen und das Minispiel gegen extreme CPU. Sonst noch irgendwelche Wünsche. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das hier eigentlich so viel besser finden soll, wenn ich mal so drüber nachdenke. Das kann gut gehen. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Beweg dich. Wie schnell ist dieser verkackte Pilz? Will mich eigentlich verarschen? Hallo, gleich aus. Keine Chance. Keine Chance. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Vor allem, der bewegt sich nicht. Wer hatte die Idee, dieses Minispiel mit Motion Control zu machen? Jetzt mal ernsthaft. Weil ey, gestanden, so Minispiel. Oh, no. Nein. Den Tod, bitte den Tod. Bitte Sweeney Tod. Sweeney Tod. Bitte, warte. Ihr verkackten Arschpflunzen. Lego Mega. Ist mir wurscht. Achso. Okay. Hauptsache, ich investiere jetzt in dieses Hotel da. Und zwar machen wir es aller CPUs. Alles. Das Ding gehört jetzt mir. Basta. Erstens das und zweitens ist das ein 2-Sterne-Hotel.
Basta. Schade, ich hatte gehofft, dass sein eigenes Feld ist, aber nee. Der ist immer noch auf seiner Glücksroad. Alles klar. Okay, der nimmt mir mal ein Hotel ab, von mir aus. 3 Münzen. Die sind echt berechenbar. Das muss man hinlassen. Jetzt hat er 7 Sterne. Jetzt hat er 7 Sterne. Wenn auch nur kurzfristig, aber... Alles klar! 7 Sterne! Innerhalb von 4 Runden! That's insane! Aber okay, gut, ist auch nur auf diesem Brett möglich, ne? Ist halt Fakt. So, und der kreist sich jetzt das Hotel, ne? Ja. Mal schauen. Luigi, wie hast du es mit dem Würfel nicht so wirklich? Oh, jetzt wird er geschafft, die arme Sau! 50, 50, all in, hopp! 20, lass ich gelten. Alter, ich kenn mich so verarscht, Mann! So verarscht, ich kenn mich doch. Aber gut, dann kannst du sogar Schnipp und Schnapp drankommen, ist mir egal. Ich kämpfe den Untertassen. Das kann ich gewinnen. Aber nicht mehr jetzt. Das, vor allem gegen X. Nee. Nee, nee, vergiss, was ich gerade gesagt habe. Genau. Hallo, ich hab den getroffen, aber egal. What the fuck? Ich hab das gewonnen? How the fuck that? Vor allem, ich habe gerade meinen Rekord aufgestellt, meine eigenen. Alter, ich habe wieder Geld. Danke, Gott. Danke. Ach ja, kann sein, dass wir bei Runde 5 sind. Bis zum nächsten Mal.